Hi, welcome back bei Max unterwegs. Heute, wie ihr sehen könnt, geht's in den Stollen in das Bergwerk Frischglück. Das ist in der Nähe von Neuenbürg, in der Nähe von Pforzheim. Das liegt alles so Richtung Nordschwarzwald. Und wie es da drin aussieht, das werde ich jetzt herausfinden. Nimm dich natürlich mit, wie immer. Viel Spaß dabei. Max unterwegs. Your life. Vom Parkplatz aus geht es über die Straße und ein paar Treppen nach oben, um den Eingang des Bergwerkes zu erreichen. Oben angekommen, entpuppt sich das Frischglück Bergwerk als ein malerisch gelegener Ort mitten im Wald, der dem Tourismuswahn noch nicht zum Opfer gefallen ist. Hier lässt es sich vor oder nach einer Führung entspannen. Für das leibliche Wohl bei moderaten Preisen ist ebenfalls gesorgt. Zwischen Loren, Klause und der Helmausgabe können Besucher auch ein kleines Museum besuchen, bevor es in das Bergwerk selbst geht. Ich zahle in der Zwischenzeit mein Erwachsenenticket für 8 Euro und bekomme an der Helmausgabe den Sicherheitshelm ausgehändigt, der mir im Bergwerk nicht nur einmal nützlich war. Schutzmäntel können an der Helmausgabe käuflich erworben werden und dürfen anschließend mit nach Hause genommen werden. Die Tour selbst beginnt dann mit einer Erklärung über die Anlage. Wir befinden uns gerade hier vorne am sogenannten Stollenmund und laufen dann über die erste Sohle hier über die Wendeltreppe in die zweite Sohle. Hier befinden wir uns jetzt über dem sogenannten Blindschacht. Blindschacht ganz einfach, weil er nicht zur Erdoberfläche ragt. Hier haben die Bergleute hier runtergelassen an dem Seil. Am Ende war dann ein Eimer befestigt, da haben sich dann die Bergleute reingestellt und so konnte man die hier runter. Hier befinden wir uns jetzt bei der Heiligen Barbara. Das war die Schutzpatronin der Bergleute. Und hier vor der Heiligen Barbara brannte immer ein kleines Licht. Rund 600 Meter geht es durch das Bergwerk zu Fuß hindurch. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass Besucher über drei Sohlen geführt werden und diese durch eine Wendeltreppe und weiteren Treppenanlagen erreicht werden. Oder auch Schwerspat genannt. Früher hat man den Schwerspat nicht verwendet, einfach aus dem einfachen Grund, weil die Bergleute nicht wussten, was man damit machen kann. Jetzt war ein sogenannter Harnisch oder auch Spiegelrand genannt. Und dann merken wir. Die Gänge sind teils recht eng und nicht besonders hoch. Bei Platzangst sollte hier lieber draußen gewartet werden. Dann verpasst man allerdings eines der vielen kleinen Highlights, wie hier die kleine Lichter- und Musikshow oberhalb der Wendeltreppe. Also eine Korkade ist immer hier, wenn das Brauneisenerz hier umschlungen wird von anderen Gesteinen. Bei konstanten 8 Grad im Winter wie Sommer solltest du bei den Führungen auf jeden Fall etwas Warmes zum Anziehen dabei haben und festes Schuhwerk ist ebenfalls empfohlen, da die Wege nass und rutschig sein können.
So steht dann einem Besuch nichts im Wege und du erfährst Wissenswertes über die damaligen Werkzeuge der Bergleute und den unterschiedlichen Gesteinen. Über die letzte Treppe geht es hoch auf die dritte Sohle. Hier wird es nun nochmals recht eng, bevor wir das Ende des Stollens erreichen. Doch zuvor kommen wir am Wetterschacht vorbei. Hier kann erraten werden, wie weit dieser in die Tiefe geht. Am Ende des Stollens ist die Führung noch nicht vorbei. Zuerst darf ich noch die allgemein genannten leuchtenden Steine anschauen. Mit Hilfe von Neonlicht erstrahlen diese in wundervollen Farben. Möglich macht dies das Mineral Fluorit. Doch magisch sind nicht nur die leuchtenden Steine, sondern auch die absolute Dunkelheit, nur erhellt von einer einzig kleinen Flamme. Was das Wort Frosch damit zu tun hat, erfährst du während deiner eigenen Führung. Früher war der natürlich länger und auch ein bisschen breiter. Der hat dann ungefähr 15 bis 20 Minuten lang gebrannt. Genau, wo sie ihn reinstecken konnten und dann konnten sie eben weiterarbeiten. Nun geht es wieder Richtung Ausgang, der sich oberhalb des Einganges auf der dritten Sohle befindet. Somit führt der Rückweg ein Stück durch den Wald hindurch. Geöffnet hat das Bergwerk Frischglück an allen Samstagen, Sonntag und Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Führungen finden fortlaufend statt. Der Erwachsenenpreis liegt bei 8 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei. Menschen mit Behinderung und Gruppenpreise liegen bei 7 Euro. Wer noch mehr Abenteuer erleben möchte, bucht am besten die erweiterte Führung, um noch tiefer in das Bergwerk eintauchen zu können. So, das war jetzt mein Aufenthalt hier im Frischglück Bergwerk. Hat sich richtig und wirklich gelohnt. War sehr cool. Vielen Dank hier nochmal an der Stelle für die private Führung. War echt cool. Danach kann man noch gemütlich dort in der Klause etwas trinken oder auch essen. Die Preise sind recht moderat. Und ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, das Video hat dir auch wieder gefallen. Wenn ja, schaut auch wieder nächstes Mal ein bei einem neuen Video von Max unterwegs. Bis dahin, tschüss, bleib gesund, mach's gut. Ciao, ciao.